Jetzt hast du es gar nicht mehr. Ist das noch bei den Stationen hattest du es auch? Das hat er rausgenommen. Du hattest hier so Ansehenspunkte. Das war neben den. Neben den Dekos gestanden wahrscheinlich Nee, dann, ne? nicht nur bei den Dekos, das war auch bei manchen Maschinen und Tischen und so, hattest du so orangene Ansehenspunkte und das hat irgendwie gar nichts gebracht. Und ich habe dann auch im Forum gefragt, wofür ist denn das? Habe ich aber nie eine Antwort gekriegt, weil irgendwie sind dadurch nicht mehr Leute gekommen, nichts, gar nichts. Also das war Okay. wahrscheinlich. Vielleicht ist Ach. es deswegen erstmal wieder weg. So, warte mal, wir können ein bisschen, ich möchte mal kurz. So, die Teller aufwerten. So. Alles klar. Juhu. Ich muss kochen, ne? Ja, so war das. Ich renne immer zum anderen Laden. Es ist unglaublich. Kann mich da nicht dran gewöhnen. Ne? Das sind aber wirklich so Sachen, die machst du so automatisch. Ja. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, was du eigentlich für Rezepte Genau rein die hast, aber gleichen wie vorher. okay. Mischung 1,2. So, mach an. Mist. Eins zu viel. Ich wollte nur vier. Irgendwas, was du jetzt gerade dringend brauchst? Im Moment nicht, Gut, aber also das das heißt, kann sich ich schnell kann. ändern in der Zeit, wo ich koche. Kohle und Anzünder. Ja. Wir haben alles einmal da. Knoblauch hatten wir noch ganz viel, ne? Acht Stück sind da. So, guten Tag. Guten Tag, der Herr. Lieferung ist Drängel da. mich doch nicht vom Kühlschrank weg. Ich wollte mir gerade, Peter, ich komme nicht an die Petersilie. Ich war, ey, da schubst er mich einfach weg. Ich glaube, ich spinne. So wie es sein soll. Also, der Herr. Ja, echt, ne? Benehmen Sie sich mal. So, einmal. Ist schon wieder ein Rest übergeblieben. Verstehe das nicht. Das ist irgendwie auch buggy. So, dann brauchen wir die Hähnchenschenkel. Ich sehe bloß deine Hand, wie sie über mir rumwedelt. Ja. So, ich habe jetzt halt extra grüne Peperoni gekauft, weil du gesagt hast, wir brauchen da so viele davon. Ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. So. Genau. Bam, badam, bam, bam, badam. Ach so, einmal hinter Brust ist ja noch. Wieder voll. Ich habe mich wieder verkauft. Verkauft? Aha. Was aber auch. Falsch geklickt, wollte ich sagen.
Kartoffeln sind da, Tomaten. So, und dann brauchen wir noch einmal. Döner macht schöner, Döner macht schöner. Was, Döner? Döner macht schöner. Ach, Döner macht schöner. Was ist das? Achso, das Hackfleisch. Jawohl. Kannst du mal bitte noch mal 4 Dönerspieße holen im Laden? 4 Dönerspieße? Jawohl, die Signora kommt sofort. Was so klug? Servusle. So, ich muss Alter. Mal kurz gucken nach der Würze. Spieß. Salz, schwarzer Pfeffer. Drei. Jawohl. Schwanzhalter. Pronto, pronto. Danke. Chili. Also schwarzer Pfeffer, Salz und Chili muss ich jetzt nicht nachkaufen. Niemals. Doch, hier. Wenn du guckst. Das Salz ist nur noch 12 Gramm drin. Genau, das heißt, ich habe. Nein, nein, komm mal her, komm mal her. Hier habe ich schon gekauft. Komm her. Hier. Hilfe, Hilfe. Ah, guck mal einer. Habe ich vorhin aber erzählt, aber ich weiß, dass man nicht zuhört, wenn man mit dem Kopf woanders ist. Das weiß ich ganz genau. So. Quatsch. Halt. Hier sind sie doch drin. So. Eine Paprika. Hier muss ich erstmal anders. So, Kohle ist aufgefüllt. Da steht immer noch der Sack. Ja, den habe ich da hingestellt. Lass den stehen. Ich lasse den stehen, aber das ist jetzt eine andere Menge, ne? Ja, weil ich konnte wieder nicht alle Kohle da rein tun. Warum auch immer. Ich verstehe das nicht. Normalerweise kannst du einen Sack komplett da reinfüllen. Okay. Und deswegen schütte ich dann währenddessen immer nach. Ich verstehe es nicht. Also nimmst du jetzt den Spieß, sage mal. So. Jawohl, ich nehme ihn. 1000 Mal daneben gegrapscht. Habe ich da schon einen stehen? Nee. Aber die Preise sind schon auch heftig für die Deko, ne? Ja. Die Preise sind generell heftig, würde ich sagen. Was ist das da noch für ein Stand? Ist das ein Kaffeestand? Ja, aber den können wir nur nicht kaufen, weil wir keine 3000 haben. Nee, das hätte ich jetzt eh nicht gemacht, aber ich schaue mir gerade die Sachen nur mal an. Da braucht man 80 Silberhüte irgendwie für diesen einen Spielautomaten. Ja, ich habe doch vorhin gesagt, du hast Gerichte, da brauchst du 360 und so. Okay. Das wird Hardcore. So. Good taste. Die
Bank soll wahrscheinlich wieder als Credit dienen, ne? Ja, aber ich habe hier keinen gebraucht. Also gibt es irgendjemanden, der eigentlich den Credit wirklich ernsthaft in dem Spiel gebraucht? Weil ich meine, du hast ja im Nachhinein immer das Problem, dass du dann die Sachen ja wieder zurückzahlen musst. Ich habe mal einen einzigen habe ich gesehen, der sich einen Kredit genommen hat. Okay, aber wenn du einen Kredit nimmst, dann machst du es ja eigentlich so, dass du weißt, okay, den habe ich in, keine Ahnung, 2-3 Runden ja schon wieder weg. Also wie gesagt, ich habe irgendwie 2 Millionen oder so auf meinem Konto stehen. Weil am Ende hast du so viel Geld. Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Gesundheit. Ich konnte mich jetzt nicht muten. Oh. Wo ist denn hier? Gehört dazu. Oh. Himmel. Grilltes Fleisch. Einen größeren Laden gibt's noch, ne? Ja, mehr nicht. Bis jetzt. Vielleicht bringt er ja noch was ins Spiel. Ich weiß es nicht. Din, din, din. Dankeschön, Natsume. So, Hühnerbeinchen. Dann. Oh, jetzt juckt die Nase auch noch, ey. Oh. Guck mal her. Das verstehe ich nicht. Jetzt kann ich hier 50.000 Mal nachschütten. Ist sehr merkwürdig. Gut, dann hätte ich das eine Mal definitiv nicht wegschmeißen müssen, die Kohle, weil man kann nachfüllen, okay? Ja. Naja, ist egal. So teuer ist Single 25, glaube ich, kostet so ein Beutel. Schade, dass man jetzt schon mal vorab abspülen kann. Schon vorbereiten, das Abspülen vorbereiten. So, gleich geht's los, Leute. Hab noch ein bisschen Geduld, ja. Danke. So, jetzt gucke. Hier ist, wenn du jetzt im Stream guckst, dann, ne? So. Ja. Und das hier hast du dann in der Mitte F ablösen. Das heißt, du löst das dann vom Spieß und hast das dann am Holzspieß. Okay, also ich sehe jetzt gerade, wie du den da drauflegst. Ich sehe meine Plauze. Hackfleisch. Ah, okay. Jetzt schaue ich gerade mal in, weil das war jetzt halt nämlich sauschnell hier für mich. Ach so. Ich wollte, dass es heißt. Unten steht es mit F. Ja. Okay. Deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen. Guck mal, da war eben noch, guck mal, das gibt's doch nicht. 37 Gramm. Verstehe ich nicht. So, du kannst aufmachen gerne. Ehrlich? Ja. So, ich mute mich mal kurz. Ich muss noch mal Nase putzen nach dem Nieser. So. Okay. Wir haben geöffnet, Leute. Mal rein spaziert. Schön im Gänsemarsch. Was will die Dame? Eine Hühnerbrust. So, guten Tag, kommen Sie rein. So, noch einen Schluck trinken. Prost! Prost! Hühnerschenkel. So, bitteschön, die Herren. Ich habe auch gesehen, ich habe das ja schon fertig aufgenommen und erst das läuft bei mir erst am 14., weil ich keinen freien Platz mehr hatte, dass bei dir Supermarket Manager Simulator war. Ne? Also das Spiel finde ich richtig gut. Ja. Also das läuft bei mir erst ab 14, weil ich hatte keine Slots mehr frei und ich wollte keinen fünften aufmachen. Ja. Und ich habe die ganzen Demos vorproduziert, weil du kannst ja auch nur bis 12. aufnehmen. Ne? Das stimmt, ja.
Und also da freue ich mich dann drauf, wenn du dann da auch Personal und so einstellen kannst. Ja. Ich habe nur jetzt schon ein bisschen Angst davor, weil ja drin steht, es soll dann ja auch Schmutz mit dazukommen. Kannst du mal kassieren? Achso, muss ich da, ja. 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 Guten Tag. Ja, aber du kannst ja dann, das war ja die Demo, du kannst ja dann Personal einstellen im richtigen Spiel. Ich finde auch die Flaschen und also die Produkte, die sie haben auch richtig schöne Grafik, so richtig. Es läuft vor allem flüssig und das ist was, weil ich bin in dem Spiel rumgeflitzt und es war dann alles so schön flüssig. Also ohne Hänger, irgendwas, war alles perfekt. Und ich habe jetzt halt wieder ein Spiel von DN Army gespielt. Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Die verschlechtern sich eher, als dass sie sich verbessern, die Jungs. Okay. Die haben mit dem Trader Life Simulator einen richtig guten Shopping Simulator gemacht. Ja. Und dieser Cashier Simulator, grausam. Wirklich grausam. Den kenne ich gar nicht. Ja, lohnt sich aber auch ehrlich gesagt nicht. Zum Glück haben die mir den geschenkten Key für das Spiel weil gekauft. Das hatte nur 33% Bewertung. Größtenteils negativ. Wie heißt das? Ich will mir das mal aufschauen. Ich will nur mal neugierigerweise Cashier? Cashier Simulator, also Kassensimulator. Lädst du das hoch oder? Das lade ich hoch, ja. Das wird wahrscheinlich morgen kommen. Ah, okay. Weil das würde mich dann schon mal interessieren, wie Mist das ist. Ja. Also das ist, wenn das ihr erstes Spiel gewesen wäre, hätte ich es ja noch verstanden. Ne? Aber das ist, nee. Grottenschlecht, sagst du. Ja. Was mir gefallen hat bei Ihnen, das war Falafel auch. Ja. Mit diesem Restaurant, das war super. Da gab es aber noch ein Spiel, ich weiß jetzt aber nicht mehr welches. Bakery Simulator ja, war auch gut. Stimmt, der war auch gut. Und vor allem der Trader Life Simulator, dann der zweite Teil, der war auf jeden Fall besser wie der erste. Aber hätte auch noch wesentlich mehr besser gemacht werden können. Ne? Aber den Cashier Simulator, Alter. Da musst du dir im Grunde alle Produkte merken, die du in den Regalen hast und musst es an der Kasse dann quasi zusammenrechnen und dem Kunden sagen, was er zahlen muss. Was wenn du dich da irgendwo verhaust. Ja, alle. Der Dönerspieß. Wirklich schlimm. Kommt schon die Dame. Hier fehlt die Paprika. Du könntest hier gar nicht gleichzeitig kochen und... Nein, deswegen hast du ja auch Personal. So, Schluck runter, Junge, und dann ab mit dir, raus mit dir. So, mach einen Satz. Jetzt wollen die alle. Willst du auch gerade ab? Nee. Nee, ich koche. Weil das Wasser wird nicht aufzulaufen, okay. Mach ich mal sauber hier. Die wollen aber jetzt auch wirklich alle das, was jetzt gerade nicht da ist, ne? Ja, genau so ist es. So ist das immer. Ja, deswegen wollen wahrscheinlich auch viele mehr Servierwägen. Ja, du kannst aber das gleiche Gericht nicht zweimal reinpacken. Ja, okay, das müsste ja dann quasi auch mit ändern. Oder dass man mehr drauf tun kann. Ja. Oder auffüllen kann. Auffüllen, das wäre alleine schon mal gut, denke ich. So, der hat jetzt wütend das Restaurant verlassen, kann ich jetzt nicht ändern. Ich konnte, ich habe später zwei Grill hier stehen. Und dann geht das besser. Achso, jetzt ist schon... Kein Gast mehr da und eingeklappert mit Besteck. So, das fülle ich jetzt trotzdem nochmal auf.
So, weil sonst haben wir morgen wieder eine ungerade Zahl hier. So, dann kann ich das ausmachen. Die Suppe kann in... kann in... Kühlschrank. Die Petersilie kann in Kühlschrank. Quatsch, falsche Seite. So, das Ananas. Also das hier finde ich auf jeden Fall auch grafisch recht putzig. Ja. Und den einen kann man wegstellen, ohne zu spülen. So, ich werde mal gucken. Ich habe ja Urlaub, dass ich das Spiel hier noch mal ein bisschen zwischendurch streame. Aber dann in der Woche, wenn ich muss auch ein paar Sachen im Urlaub mal erledigen, wie Steuer und so. Und noch ein paar andere Sachen. Ich wollte mir noch mal so ein paar Sachen für Stream angucken. So, dass so Nachrichten, dass der Nightbot vielleicht mal so Nachrichten macht während des Streams und vielleicht mal ein paar Stream-Overlays und all so ein Kram wollte ich mal angucken. Ja. Und ja, so ein paar Sachen muss ich machen. Deswegen 2-3 Sachen habe ich auch vor. Wo irgendwo Müll und Dreck. Ja, Urlaub ist immer dafür da, eigentlich. Na. So, wir haben tatsächlich alle Teller drin. Obwohl da im Kühlschrank noch 3 Teller stehen, 4 Teller. Und hier einer in der Spüle ist, okay. Das ist aber auch ein Bug. Das habe ich festgestellt, wenn du dann die Dings hier aufwertest, die Schränke. Ich habe ja das hier aufgeskillt, ne? Dass dann irgendwann Teller über sind, das ist ganz merkwürdig. Aber du hast ja sowieso immer 1000 Stück im Schrank. Gerade wenn du später Kuchen und so machst. Okay. Okay, dann haben wir alles, ne? Warte, Pepperoni noch vom Teller. Ich bin ja mal gespannt, ich spiele das ja alleine weiter, ne? Ich bin ja mal gespannt, wenn ich das alleine weiterspiele, ob das dann, weil das, wie gesagt, bei mir ja alleine nicht schlecht wurde, ob das dann schlecht wird. Oder ob das, ich habe natürlich die fertigen Speisen in meinem eigenen Spielstand, in einer anderen Gefriertruhe, ob das da irgendwie, dass das in der einen schlecht wird und in der anderen nicht. Weil es gibt auch Schränke, da kannst du in die Schubladen nichts reintun. Das ist auch noch verbuggt. Okay, also, ja, gut, wenn der das alles noch macht, dann, ja, dann ist das gut. Kein lass uns. Nee. Dann lass uns. Was machst du so für komische Seitwärtsschritte? Immer. Immer. Ich laufe sehr häufig seitlich. So, dann lass uns speichern. Au. Es knallt auf dem Ohr dann in dem Moment, ey. Das scheint hier aber im Moment nicht mehr als 4 zu werden. Vielleicht kann es später erst mehr als 11 werden. Dann sollte ich dann doch mal andere Gerichte machen. Ziemlich serviert. Vielleicht geht das am Anfang noch nicht bis 11. Jetzt bin ich vor allem neugierig, ob du überhaupt weiterspielen kannst, alleine. Das wird gehen. Guck mal, zwei neue Rezepte. Die brauche ich jetzt aber nicht freischalten, weil das ja nicht gespeichert wird. So, okay, dann höre ich jetzt auch auf. Also, dann verabschieden wir uns, ne? Ja. So, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ja, sehr gerne. Und dass du auch durchgehalten hast, weil ich weiß, dir geht es ja momentan nicht so gut und dass du da auch nicht so durchhältst mit dem Stream. Und ich kann aber auch so alleine mehr als 4 Stunden schaffe ich auch nicht. Da bin ich fertig. Also wenn ich mit jemand anders zusammen streame, dann ist das irgendwie nochmal anders. Da lenkt man sich gegenseitig ab, weißt du? Ja. Und du hast ja heute auch eine Stunde länger durchgehalten mit mir zusammen. Das stimmt. Ja. Aber das ist wirklich an dem Zusammenspiel, ne? Ja, ja. Aber hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ich spiele das alleine zu Ende in den Streams. Und weil ich finde, das ist ein Spiel, was du schwierig aufnehmen kannst im Let's Play. Ja. Weil du kannst nur am Ende des Tages speichern. Und du hast jeden Tag unterschiedlich lang, je nachdem, was du vorbereiten musst. Oder wenn du das andere Restaurant einrichtest, das dauert dann auch. Und deswegen finde ich das im Stream besser und das dann zu schneiden. Na. Gut. Okay,
Ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Ich in meinem Urlaub, also ich streame immer Samstag, aber bei meinem Urlaub werde ich spontan streamen. Das kommt dann wirklich kurzfristig und dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich mache euch noch mal kurz ein bisschen Musik an, meinen Abspann, ne? Und dann alles Gute, ne? Tschüssi. Ja, von mir auch. Ciao.